mein Beruf ist König. Also vor allem da sein, wenn möglich, ne? Mhm. Aufmerksam sein, mhm. die Leute beachten, so gut es geht. Mhm. Ja. Das Symbol des Königs ist ja eine Krone, die habe ich gebastelt und da war das eigentlich noch, die Krone war der Anfang. Ja. Mhm. Und da ist dann, daraus ist es entstanden, mhm. dass ich also mich rechtfertigen musste gegenüber den Leuten, dass ich eine Krone trage. Aha, okay. Fragen, warum tragen sie eine Krone? Ich habe gelegentlich gesagt, das ist mein Schmuck. Mhm. Dann hat der Kind gesagt, oh, das ist ja nur Schmuck, der ist gar kein König. Dann habe ich gedacht, oha, habe mir überlegt, was bin ich eigentlich? Ja, ich habe Verschiedenes gelernt. Ich bin Schriftsetzer von Beruf. Ich sage immer noch, ich bin das. Ne? Mhm. Ich bleibe das in aller Ewigkeit, Schriftsetzer, okay. Wirtschaftsingenieur und Altenpfleger. Wow. Und habe gedacht, so, um das alles zusammenzufassen, gibt es eigentlich gar nichts, es sei denn König. An der Wohnungstür. Ja, Verkehr stört mich ein bisschen. Mhm. Also es, und die Lebensweise der Menschen, also dass sie so hektisch sind und so schnell laufen und den Arm so stark schwenken beim Laufen. Also viele tun das, manchen sage ich es. Ja. Arm schwingen so, beim Laufen ist nicht ja, gut? Ja, das ist so, hektisch. Das ist Schwungrad, aber manche machen das so, so dass ich Angst kriege, die holen sich mal was in der Schulter. Gell? Manche sagen ja, sie kriegen irgendwann mal was in der Schulter. Ja, das war ein Bedürfnis zur damaligen Zeit. Inzwischen stört mich, wenn ich barfuß laufe, der Rest meiner Kleidung. Mhm. Also ich möchte gern alles ablegen oder nichts. Mhm. Weiß ich noch nicht. Also ich kenne sie nicht. Und wenn Kinder kommen und fragen, ob ich Kinder habe, dann sage ich, ja, ihr seid meine Kinder. Vielleicht beneidet gelegentlich der OB mich, könnte ich mir vorstellen. Ja. Und vielleicht beneide ich ihn gelegentlich auch. Also so kann jeder jeden beneiden, immer. Ja, ja so 30, 40 Kilometer. Am Tag? Am laufen Tag? Ja, also manchmal sind es weniger. Aha. Vielleicht im Tagesdurchschnitt 30 Kilometer. Neulich wieder so ein Stückchen abgeschnitten, weil er mir etwas asymmetrisch vorkam. Herzlichen Dank! Vielen Dank! Heute sind aber. Mensch, toll!